Ja, vielen Dank. Cybercrime und Cyberwar, fangen wir gleich an. Mein Name ist Rüdiger Trost und heute geht es mal um Einhörner, um Pornos und um das pure Böse. Da fangen wir gleich mal vorne an. Ich komme von der Firma F-Secure. Wir kümmern uns seit vielen Jahren um das Thema Cybersecurity und um ihre Privatsphäre. Wir haben einen Stand an dem 434, das ist hier am Übergang zur anderen Halle. Kommen Sie gerne vorbei und erfahren Sie was über unsere Produkte. Wir zeigen Ihnen gerne was. Wir haben nur eine Viertelstunde Zeit, deswegen habe ich überlegt, was zeige ich heute? Und ich wollte sagen, wir reden mal über Malware, weil das Thema beschäftigt uns nach wie vor im Netzwerk. Und ich habe jetzt mal ein paar Tipps dabei, genau genommen vier Tipps dabei, wie Sie sich heute sofort gegen Malware besser schützen können. Also jetzt außer, dass Sie F-Secure installieren, wenn Sie heute Abend nach Hause fahren, aber noch ein paar weitere Tipps. Der erste Tipp, den ich für Sie habe, schmeißen Sie den Acrobat Reader runter. Nehmen Sie einen anderen PDF-Reader, vollkommen egal welchen, aber nicht den von Adobe. Ich weiß nicht, ob die hier einen Stand haben, ob die mich nachher lynchen oder so, aber denken Sie dran, Acrobat Reader ist das verbreitetste Tool an der Stelle und wird auch von den Angreifern angegriffen, weil er weiß, das hat jeder auf seinem System drauf. Wenn Sie eine Alternative nutzen, sind Sie automatisch besser geschützt, egal welche Alternative das ist. Der nächste Tipp, Office. Ja, ich kann Ihnen keine Alternative zu Office empfehlen, weil wenn Sie mal das probiert haben, mit einer Alternative zu arbeiten, das ist wie mit einem Arm auf dem Rücken zu arbeiten. Deswegen der Hinweis, wenn Sie Office-Programme nutzen, das tun wir alle, achten Sie darauf, dass die alle aktualisiert sind. Die müssen alle auf dem letzten Stand sein. Das sind die komplexesten Programme, die Sie auf Ihrem System laufen haben. Wenn Sie Excel sehen, ist sehr komplex. Das wird auch von Menschen entwickelt, sind keine Roboter bei Microsoft. Die machen Fehler. Dementsprechend, wenn ein Security-Patch rauskommt, spielen Sie es sofort ein. Wenn Sie selbst nicht in der Lage sind, diese Patches einzuspielen, schauen Sie sich mal die F-Secure-Lösung an, da ist ein automatischer Software-Updater mit drin, der all diese Tools aktuell hält, im Hintergrund automatisiert, ohne dass Sie was machen müssen. Ja, der nächste Tipp ist Flash. Ich bin kein Freund von Flash, um es mal vorwegzunehmen. Deinstallieren Sie das, Sie brauchen das nicht. Flash war früher mal dafür da, dass wir schöne Videos im Internet schauen konnten, dass wir Werbung angezeigt bekommen im Internet. Brauchen wir nicht. Das ist die einzige Entwicklung in der IT-Security, die wir Apple zu verdanken haben. Weil Apple hat Flash gekillt. Die haben gesagt, auf unseren iPhones, auf unseren iPads gibt es kein Flash und die Webseitenbetreiber mussten nachziehen, mussten umstellen auf HTML5. Das haben die gemacht. Das heißt, sie können heute auf dieses verwundbare, ineffiziente Tool Flash verzichten. Also weg damit. Wir kontrollieren das morgen, ob sie das alles deinstalliert haben. Also wir haben da ein Auge drauf. Wenn ich den Leuten sage, deinstalliert Flash, dann ist das Argument, was ich in der Regel höre, ist, ja, aber dann kann ich keine Videos mehr anschauen. Wenn ich es mal übersetzen darf für Sie, was die Leute eigentlich meinen, ist, wenn ich Flash installiere, dann kann ich keine Pornos mehr anschauen. Und machen Sie sich keine Sorgen, ich teste das regelmäßig. Ohne Flash funktioniert ohne weiteres alle möglichen Videos ohne Probleme. Wenn wir über Malware und über IT-Security sprechen, müssen wir auch über das absolut Böse, den Antichristen der IT-Security sprechen. Und das ist Java. Ich hasse Java. Wenn Sie nicht wissen, warum Sie Java haben, schmeißen Sie es runter, weg damit. Man hat das immer drauf gehabt, weil man es halt hat. Ja, man hat Java installiert, weil man bestimmte Tools hatte, die es gebraucht haben. Heute haben sie es nicht mehr. Zumindest nicht mehr auf allen Rechnern. Es ist löchrig, es ist langsam, verzichten Sie drauf. Wenn Sie sagen, ich habe aber hier eine Applikation, die braucht aber diese Java Runtime auf meinem System, kein Problem, dann installieren Sie die von mir aus, halten die aktuell so gut es geht, aber kappen die Verbindung zwischen Java und Webbrowser. Weil es darf nicht sein, dass eine Webseite diesen verwundbaren Java-Interpreter aufrufen kann und Schadcode einschleusen kann. Also, darauf achten, Browser, Java, ganz schlechte Idee. Wenn Sie jetzt eine Website haben, die Java braucht, auch kein Thema, dann haben Sie einen Browser für diese Website und für alles andere im Internet nehmen Sie einen anderen Browser. Da müssen Sie sich selbst dran halten, dass Sie das nicht nutzen, dieses Dreckstool, hätte ich jetzt fast gesagt. Also weg damit. Wenn Sie sich eine Malware einfangen, also sprich einen Trojaner einfangen, dann steht dahinter ein Geschäftsmodell. Das heißt, der möchte Geld verdienen. Und das Geschäftsmodell, was sich rauskristallisiert hat, weil es sehr gut funktioniert, sind die Ransomware-Trojaner, die quasi die Daten verschlüsseln und sie dann erpressen, dass sie Daten wiederbekommen. Es geht also letzten Endes ums Geld bei diesen ganzen Trojanern. Schon seit Jahren, seit dem Jahr 2003 verdienen die damit Geld. Und wir haben mal versucht herauszufinden, wie viel Geld verdienen die denn damit? Weil man hört immer, ja, mehr Geld als beim Drogenhandel, das ist natürlich alles so Zahlen, das ist ja, kann sich ja keiner vorstellen. Wir haben mal geschaut, gibt es Einhörner? Jetzt muss ich ein bisschen ausholen, was ist denn ein Einhorn überhaupt? Ein Einhorn ist ein Unternehmen, das privat geführt wird, aber gelistet ist mit mehr als einer Milliarde Dollar sozusagen. Wir haben mal geschaut, also jetzt die klassischen Einhörner wie Uber, Airbnb, die haben es schon mal gehört. Wir haben jetzt mal geschaut, gibt es auch diese bösen Einhörner? Gibt es quasi auf der Malware-Schreiber-Seite auch diese Unternehmen, die so teuer gelistet sein können, weil sie so viel Geld verdienen? Und um das rauszufinden, haben wir uns einer Tatsache von Bitcoin bedient. Bitcoin ist das Bezahlmodell,
das Bezahlsystem, mit dem Sie diese Trojaner in der Regel bezahlen können. Der Witz bei Bitcoin ist, es gibt keine Bank dazwischen, die diesen Transfer sozusagen verifiziert, wie beim normalen Geldtransfer. Es ist anonym. Allerdings kann man trotzdem rausfinden, was in diesem Bitcoin-Netzwerk abgeht, weil die Transaktionen, die stattfinden, können von jedem gesehen werden. Jeder sieht, die ganze Crowd sieht, welche Transaktionen von A nach B gehen. Ist aber trotzdem anonym, weil man nicht weiß, wer A und B ist. Aber wir haben uns jetzt quasi Rechner genommen, die infiziert werden mit einer Ransomware, haben geschaut, wohin überweisen die das Geld. Wir konnten also quasi die Transaktion sehen, auf welche Bitcoin-Wallets, also auf welche Konten haben die das Geld transferiert. Dann haben wir das Ganze weiterverfolgt, wo geht es denn von diesen Konten aus hin? Wir können also sehen, dieses Konto überweist an ein anderes, großes Konto. Und da haben wir gesehen, dass alle Rechner ein einzelnes Konto haben, auf dem sie ihren Bitcoin-Betrag überwiesen haben. Und von dort geht es dann in ein großes Bitcoin-Wallet, sozusagen das Einhorn letzten Endes. Und da haben wir gesehen, dass innerhalb von wenigen Wochen da mehrere 100 Millionen US-Dollar angefallen sind. Das ist also eine große Menge Geld, die da gesammelt wird. Jetzt kann ich auch rechnen, dass ein paar 100 Millionen keine Milliarde ist, aber das ist natürlich Reingewinn letzten Endes. Ja, also F-Secure, wir haben um die 1000 Mitarbeiter, wir müssen Miete zahlen, wir müssen Geld zahlen, wir müssen Steuern zahlen, das fällt bei denen nicht an. Das heißt also, das Geld, was die haben, ist deutlich mehr als viele andere Unternehmen erwirtschaften. Also das ist schon ein sehr lukratives Geschäft. Die Ransomware greift letzten Endes unsere Endpoints an. Ich habe jetzt mal ein zweites Beispiel dabei, Angriff auf unsere Backends. Und zwar geht es ja um den Hack der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Sie haben das alle schon mal gehört unter dem Namen SWIFT. Ich erkläre das mal für hier ITler, was das bedeutet. SWIFT ist letzten Endes ein Zusammenschluss von 11.000 Banken weltweit, die sich darauf geeinigt haben, über dieses Protokoll, über diesen Kanal können wir Geldtransfers machen. Automatisiert. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass bei 11.000 Banken nicht jede Bank die beste Security hat. Dementsprechend hat ein Angreifer gesehen, oh, hier gibt es eine Bank in Bangladesch, die hat keine Security, die hat kein Virenscan, die hat kein Firewall, hat diese Bank trojanisiert. Dieser Trojaner dieser Bank innerhalb des SWIFT-Netzwerks hat dann gelernt, er hat dann quasi gelesen, was passiert, wie findet so eine Transaktion statt, wie können die Geld transferieren. Hat also quasi SWIFT gelernt. Dann irgendwann hat er gesagt, okay, ich weiß jetzt, wie es funktioniert und hat quasi eigene Überweisung gemacht. Hat eigene Überweisung gemacht, hat mal ein paar Millionen auf die Philippinen überwiesen, also ein paar Millionen meine ich 81 Millionen und hat damit dann Casino-Chips gekauft und hat das Geld dann beim Casino verloren, also gewaschen. Dieser Trojaner konnte also quasi im SWIFT-Netzwerk Transaktionen machen, gefakte Transaktionen, die nicht als solche zu erkennen waren. Und da hat er weitergemacht. Er hat mehrere Fälle gemacht, wo er quasi Geld transferiert hat, aber irgendwann ist es aufgefallen. Und zwar, warum ist es aufgefallen? Er hat einen Rechtschreibfehler gemacht. Im SWIFT-Netzwerk transferieren sie quasi Geld von A nach B und geben den Empfänger an, aber er hat anstatt Foundation, hat er Foundation geschrieben. Nein, bei der Deutschen Bank ist es aufgefallen, dass im SWIFT-Netzwerk Rechtschreibfehler bei den Transaktionen sind. Ist der Sache auf den Grund gegangen. Hat danach geschaut, hat gesehen, oh, das ist nur eine Transaktion, die da stattfindet, die von dem Trojaner kommt, sondern viele, Dutzende, in der Gesamtsumme von 900 Millionen Dollar in etwa. Das heißt, dieser Rechtschreibfehler, dass der bei dieser Transaktion Rechtschreibfehler eingebaut hat, hat ihm mal knapp 1 Milliarde Dollar gekostet, den Angreifer. Blöd. Wir haben dann diese Malware analysiert, die dazu verwendet wurde, dieses SWIFT-Netzwerk zu infiltrieren und haben festgestellt, der kommuniziert mit einem Command-and-Control-Server und verschlüsselt seine Daten. Mit diesem Passwort. Und das Passwort kannten wir schon. Das ist interessant. Wir kannten dieses Passwort schon. Und dann haben wir gesagt, okay, wo haben wir das schon mal gesehen? Ah ja, das wurde auch verwendet bei einer Malware, bei dem Hack auf die Firma Sony. Wenn Sie sich erinnern, vor ein, zwei Jahren wurde Sony gehackt, weil Sony den Film The Interview verliehen hat und wurde nachweislich von Nordkorea gehackt in diesem Zuge. Gleiches Passwort verwendet bei diesem Hack. Jetzt können wir natürlich sagen, ja okay, ganz klar, wir wissen, wo die Attacke auf das Bankensystem, auf das SWIFT-Netzwerk kommt. Ja, das kommt aus Nordkorea. Ja? Aber ich kann mich natürlich als F-Secure nie hier vorne hinstellen und kann hier die Nordkoreaner beschuldigen, dass die hier unser Banksystem hier angreifen. Ja? Also das wäre eine Sensation, sage ich mal. Jetzt nehmen wir mal an, die Nordkoreaner wären es gewesen. Ich sag mal, die Autoindustrie bei denen ist, glaube ich, gerade am Boden, Tourismusindustrie auch nicht so stark. Also so eine Milliarde für das Bruttoinlandsprodukt wäre wahrscheinlich für die ein ganz gutes Ding, sage ich mal. Also man weiß es natürlich nicht auf diesem Fall. Aber wäre das, wenn die es gewesen wären, wäre das dann Cyberwar? Nein, es ist ganz stinknormaler Betrug, es ist ganz stinknormaler Bankraub. Das hat mit Cyberwar nichts zu tun. Dieser Begriff Cyberwar, den nutzen nur irgendwelche Business-Casper, um sie in die Präsentation reinzulocken. Weil es ist kein definierter Begriff, hinterfragen Sie mal, was ist damit gemeint.
Das ist also quasi ein Buzzword, was kein Mensch interessiert. Oder kein Mensch weiß, was es bedeutet. Ist Sony nach diesem Hack eigentlich bankrott gegangen? Nee. Sony ist nach wie vor sehr stabil, sehr, sehr reich. Und ich habe mich dann gefragt, okay, die wurden hier gehackt, es wurden Filme geklaut, es wurden E-Mails geklaut, es wurden Mitarbeiterdaten geklaut. Was hat es für Auswirkungen auf Sony? Keine. Genauso bei LinkedIn. Sie haben es mitbekommen. LinkedIn vor 2 Monaten hat mal gesagt, ach übrigens, wir haben im Jahr 2012 mal so 750 Millionen Passwörter verloren, sorry. Ja, blöd. Von uns im Internet können Sie Passwörter runterladen. Ich habe jetzt mal die Mühe gemacht und habe mir mal die häufigsten Passwörter rausgesucht aus der Liste. 750.000 Leute, Passwort 123456. Was machen diese Leute noch im Internet? Die müssen doch auch was von IT-Security gehört haben. Weg mit denen, ja? Raus mit denen, nimm denen die Tastaturen weg. Ich hoffe, Sie wissen, dass es Passwortgeneratoren gibt, dass Sie nicht das gleiche Passwort nehmen sollten, vor allen Dingen nicht so ein dummes Passwort. Ja, auch die 65.000, die gesagt haben, hey, ich bin clever, ich mache noch 7, 8 hinten dran, ja? Raus mit denen, was soll das? Wir sind im Jahr 2016, wir müssen doch wissen, hier, es gibt hier einen Security-Ansatz, wir müssen Passwort ändern, achten Sie drauf. Und dann das Schlimme, oder das Interessante, nach dem Hack ist der Aktienkurs von LinkedIn gestiegen, und zwar ziemlich stark nach langer Zeit mal wieder. Und das kann man auch herleiten, warum das so ist. LinkedIn hat eine E-Mail an mal 700 Millionen Kunden geschickt, hat gemeint, hier, pass mal auf, wir sind gehackt worden, log dich mal ein, ändere mal dein Passwort. Was machen Sie als guter Kunde? Loggen sich ein, sehen die Werbung, die bei LinkedIn ausgespielt wird, die Werbeeinnahmen von LinkedIn gehen in die Höhe, der Aktienkurs steigt. Also können wir fast sagen, so ein Hackertag im Monat ist ja schon ziemlich lukrativ. Eigentlich kann man sagen, cool. Ja? Aber ich sage Ihnen eins, die Leute, die heute noch ein Passwort haben, das 1, 2, 3, 5, 6 haben, die sind schon verloren. Ja? Um die brauchen wir uns nicht mehr kümmern. Aber Sie sind natürlich nicht damit gemeint, weil Sie sind ja hier, Sie informieren sich über Security, sind auf der ITSA, Sie wollen alles über die F-Secure-Produkte wissen, das verstehe ich, deswegen kommen Sie gleich alle gesammelt, wie Sie hier stehen, an uns an Stand. Also der Stand ist Halle in der Übergang zur ersten Halle 434. Ich darf Sie einladen auf einen leckeren Smoothie. Ich habe hier ein paar Gutscheincoupons, die stelle ich gleich kurz hin. Können sich gerne einen nehmen. Und dann kommen Sie, reden mit uns über die Produkte und über noch weitere tolle Sachen. Bevor ich jetzt übergebe an meinen Nachredner, ich habe noch einen kleinen Tipp für Sie. Wenn Sie, wie ich, öfter mal als Business Casper unterwegs sind, haben einen Mietwagen gemietet, dann achten Sie auf Ihre Privatsphäre und bitte löschen Sie die letzten Ziele aus dem Navigationssystem, bevor Sie das Auto abgeben. Das kann sonst wirklich mega, mega peinlich werden. Ja, stellen Sie sich vor, jeder sieht, hey, schau mal, dieser Typ, der war 2-mal an einem Tag bei Burger King. Schau dir das an. In dem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Kommen Sie zu unserem Stand. Dankeschön. Für uns ist die Messe jetzt zu Ende. Das war die ITSA 2016. Und mehr Informationen zur Messe und zu unseren Beiträgen findet ihr unter itsa16.qsofu.com. Falls ihr keine Lust mehr auf Security und Technik habt, schaut einfach mal in die Endcard. Da findet ihr weitere Informationen zur Gamescom 2016. Da haben wir auch einige Beiträge für euch vorbereitet.